Am Donnerstagabend reiste die Mannschaft von Hannover 96 rund 40 Kilometer nach Celle, um gegen den Oberligisten TuS Celle zu testen. Dort zeigte die Mannschaft von Mirko Slomka eine sehr gute und engagierte Leistung. Dennoch dauerte es gute 13 Minuten, ehe Szabolcs Hüsti auf seiner linken Seite sich durchsetzen konnte und passgenau auf den Kopf von André Hoffmann flankte, der mit einem schönen Kopfstoß das 1:0 markierte. Nur 4 Minuten später diese Szene. Schneller Ballgewinn durch Hoffmann im Mittelfeld. Der Ball gelangte über Lars Stindl zu Stürmer Arthur Soberg und der kam zu Fall. 11 Meter für 96. Wir schauen uns die Szene noch einmal an, auch wenn die architektonischen Hindernisse des Günter-Volker-Stadions zu Celle das Foul nur erahnen lassen, der Schiedsrichter zumindest hatte klare Sicht. Hüsti schnappte sich den Ball und versenkte sicher zum 2:0 in der 17. Spielminute. Das Spiel von 96 ging ungehemmt weiter. 24. Minute. Wieder schneller Ballgewinn durch Lars Stindl und Jan Schlaudraff. Schlaufi dann mit dem schönen Zuspiel auf Arthur Soberg und der bewies seine Torjägerqualitäten und erhöhte auf 3:0. Soberg machte einen spritzigen und hochmotivierten Eindruck und belohnte seine gute Leistung mit einem herrlichen Lob über den Zeller Keeper. Genau so will es Chefcoach Mirko Slomka sehen. Schnelle Ballgewinne und dann das perfekte Umschaltspiel. Und auch in der nächsten Szene stand Soberg im Mittelpunkt. Pripp im zweiten Anlauf mit dem Zuspiel auf unseren Polen. Der setzte sich gut durch und im Fallen netzte Soberg ein zum zwischenzeitlichen 4:0. Ein weiterer schöner Treffer in der 29. Minute von Schnecke, der aber noch nicht der letzte vor der Pause sein sollte. Ein bisschen Fantasie war nämlich in der nächsten Szene gefragt. Stindl mit dem schönen, öffnenden Pass auf Soberg, doch die wenig TV-freundliche Architektur des Günter-Volker-Stadions verhinderte die gute Sicht auf das schöne 5:0 durch Jan Schlaudraff in der 34. Minute. Kurz danach ertönte der Pausenpfiff. Nicht nur die Leistung der 96er auf dem Platz war gut, auch die rund 3000 Fans machten ordentlich Stimmung auf den Rängen. Wir springen in die 62. Minute. Der eingewechselte Christian Panda bei der Ecke, die kommt mit Zug vor das Tor auf den Kopf von Florian Ballas, wird dann jedoch noch entscheidend abgefälscht vom Zeller Sven Perey. Das 6:0 für 96 nach einer guten Stunde und beinahe das erste Tor für Florian Ballas im Trikot von Hannover 96. 96 präsentierte sich weiter in Torlaune, 70. Minute. Hier kommt Youngster Valmir Süleymani im Strafraum zu Fall und es gibt folgerichtig wieder Elfmeter für Hannover 96, den dieses Mal Edgar Pripp schießen sollte, der ebenso wie André Hoffmann über 90 Minuten zum Einsatz kam. Und dieser ließ sich nicht zweimal bitten und nagelte das Leder in den linken Winkel. Die letzte Szene des Spiels sollte ebenfalls Süleymani vorbehalten bleiben. Nach einem Flügellauf zog der 17-Jährige in den Strafraum und überlistete den Zeller-Keeper mit einem frechen Lupfer in das kurze Eck. Dies bedeutete den souveränen 8:0 Endstand und auch Co-Trainer Nestor El Maestro war mit der Leistung des Teams sehr einverstanden. Ich glaube, wir spielen fast von Spiel zu Spiel besser, wieder zu Null und wieder eine ganz ordentliche Partie von uns. Atmosphäre hier war besonders schön, irgendwie es war schon was los und wieder ganz gutes Auftritt von uns.